Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Horizon Forbidden West Burning Shores. Wir haben hier in der Ruine einen alten Bekannten von Aloy letztes Mal getroffen. Willkommen zurück. Du hast absolut nichts verpasst. Okay, dann ist ja gut. Ja, den kennt man aus Frozen Wilds, dem Willkommen, Bekannter. DLC Beschau von dir deine Horizon Welt. Zero Dawn. Hübsch hier. In der Tat. Ich hätte diese Entdeckung gerne mit Olva geteilt. Leider fiel ich ins Meer, als die Ruinen in unsere Sicht kamen. Doch stell dir meine Freude vor, als ich meine Laternen im Tunnel entdeckte. Olva hielt mich für tot und konnte sie gut nutzen. So einfallsreich. Oh, was haben wir da denn? Birnenglanzfragment. Zwei Stück sogar. Und hier unser scharnierbewehrtes Hemmnis. Das Finale unserer großen Tour. Ein Türcode wieder. Gibt's den hier irgendwo? Was ist das? Ich weiß nicht, ob ich diese Tür öffnen möchte, wenn ich das Geräusch höre. Aber wahrscheinlich muss ich hier jetzt weiter, um den Türcode zu finden. Ja, definitiv blockiert. Nicht mein erstes unpassierbares Hindernis. Ja, vielleicht finden wir den Türcode hier irgendwo. Ne, das ist die Konsole. Was ist das? Frostbrüllrücken. Okay. Aber irgendwie ein Code scheint hier nicht zu sein. Das sind alles Kisten oder Konsolen. Wo ist der denn? Kann ich hier irgendwie hoch? Nein. Vielleicht irgendwo hier auf dem Weg hierhin. Was anderes kann ich mir eigentlich nicht erklären. Oh, was ist das da hinten? Oh, ohne einen Passcode kommen wir nicht durch. Wenn du meinen Ruf gehört hast, bist du schon fast in Sicherheit oder zumindest so nah wie möglich auf der sicheren Seite. Du fragst wahrscheinlich, ob du einer seltsamen Stimme, die aus einem Tunnel halt trauen kannst. Also werde ich offen und ehrlich mit dir reden, da ich sonst mit niemandem mehr tun kann und was soll's, wahrscheinlich existierst du eh nicht. Wir wurden zerstampft, jeder Tag ein weiterer Schlagabtausch mit den Bots und dann sollten wir plötzlich evakuiert, unverzüglich, ohne jegliche Vorwarnung. Mein Team musste den Laden schließen, ich habe das Inventar des Überschusses erstellt, ich war für ein paar Minuten draußen und dann waren sie weg. Wir sollten überflüssiges Zeug zurücklassen. Nach dem Unfall und dem Ding mit meinen Beinen zähle ich wohl dazu. Ehrlich gesagt werde ich meinen Trupp nicht vermissen. Sie waren nicht besonders lustig. Sie waren eigentlich das Allerletzte. Aber die letzten Tage so allein zu verbringen. Ich hatte nicht die Freigabe, um die Sicherheitsmechanismen komplett zu deaktivieren. Aber ich konnte den Code zu meinem Geburtstag ändern. Den 17. Januar. Erst der Monat, dann der Tag. Keine Sorge, du musst mir kein Geschenk besorgen. Ah, okay, das heißt 0117. Sollen Wir wir den Passcode versuchen? Ja, ich natürlich. Ich darauf, dass du Olva triffst. So, 0. Hä? Wieso ist der nur 3 Stellen? Obwohl, nicht 0, 1, 117 dann. Jawohl, und drin sind wir. So, da war eben Brüllrücken, aber der war, glaube ich, eine Etage höher, ne? Ja, der ist eine Etage höher. Endlich drin! Bröckelnder Stein, übelriechender Schimmel, ein stöberer Traum. Offenbar hat jemand versucht, den Raum dort aufzusprengen. Was? Die Sprengpaste hat Olva noch nie gegeizt. Haben wir hier noch was? Nee. Und mit den Konsolen kann ich auch nicht interagieren. Okay. Sperr die Tür auf, heißt mein Missionsziel. Von welcher Tür reden wir? Werden wir schon hier gleich entdecken. Die Schalter ist Schrott. Da ist ein Zug. Vielleicht können wir den Waggon bewegen. Dazu müsste ich in den Waggon reinkommen. Ah, von der Seite hier. So, da ist wieder ein Schalter. Nee. Hä?
Wie kann ich den Waggon bewegen, wenn der keinen Schalter hat? Also in der letzten Folge, da musste ich ja was mit so einer Energiezelle machen. Das scheint hier nicht der Fall zu sein. Wir müssen gerne unterirdische Tunnel gegraben haben. Ich komme hier aber durch. Ich kann mich durchglitschen. So, hier ist eine Kiste. Die werde ich irgendwo brauchen. Und damit ich die hier rausbekomme, muss der... Moment. Ah ne, es sah nur so aus, ob man da ein Loch hat, wo man durchspringen kann. Ja, die Kiste kriege ich hier nur raus, wenn der Zug weg ist. Was meinst du, wie haben sie wohl diese Tunnel gegraben? Frage. Mit der Hand? Sprengpaste? Wie kriege ich den weg? Wenn der keinen Schalter hat. Ich gehe nochmal rein. Nicht, dass ich ihn übersehen habe. Aber ich meine, ich habe keinen Schalter gesehen. Nein, hier ist gar nichts drin. Das sah erst wie ein Schalter aus, aber das ist keiner. Muss ich den mit einem Seilwerfer ziehen? Aber das kann sie doch nicht schaffen, oder? Nicht zum Festmachen. Ja, das ist es nämlich. Und auf einer. Ne, die andere Seite ist ja offen. Okay, ich sehe mich hier noch ein bisschen um. Oh, mehr Birnenglanz. Sehe ich gerne, sehe ich gerne. Ja. Dieser Haufen Trümmer sieht mir ganz nach Olva aus. Tja, jetzt ist der Weg blockiert. Wir müssen anders da hochkommen. Frostbrückenareal entdeckt, aha. Den werden wir früher oder später begegnen. Alles okay. Wenn er alleine ist. Okay, jetzt bin ich überfragt, was ich machen soll. Kann man hier irgendwo klettern? Ja, da. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dafür brauche ich die Kiste. Ne? Ja. Der Vorsprung ist zu hoch. Ja, dafür brauche ich die Kiste. Und dafür muss der Zug weg. Meine Knie sind nicht mehr die jüngsten. Kann man hier irgendwo Sprengstoff finden, dass man den Zug wegbomben kann? Okay, nochmal genau umsehen. Hier kann ich nichts machen. Ich kann ja hier hin, aber ich krieg den scheiß Stein hier nicht raus. Gibt's hier irgend drin was? Irgendwas? Moment. Sieht das so aus, als ob sie das ziehen kann? Kannst du mir helfen? Was immer du brauchst. Okay. Also gut, schieben wir. Das habe ich natürlich nicht in Betracht gezogen, weil das eigentlich viel zu schwer für die beiden ist. Ja, nehmen wir die Augen auf. Kommen die Viecher runter? Ich mag dieses Geräusch nicht. Aber okay, es hat sich... Es hat aufgehört. So. Die Kiste werden wir hier oben brauchen jetzt, um da hochzukommen. Zack. Die Tür braucht einen Code und ein Schlüsselmodul. Okay, ich muss zwei Sachen finden. Einen Moment bitte! Ich sehe mich mal um. Alles klar. Keine lohnenswerte Grabung ist frei von teuflischen Risiken. Ja, ich mach das schon. Der Waggon blockiert meinen Weg. Vielleicht komme ich irgendwie drumherum. Oder innen durch. Was sagst du? Nichts. Innen durch komme ich nicht. Vielleicht kann mein Fokus helfen, einen Weg vorbeizufinden. Ja? Wie denn? Was ist das? Waggon. Kann ich... Ja, da will ich hin. Und da wird wahrscheinlich das Schlüsselmodul drin sein. Aber wie komme ich an den Wagen vorbei?
Der ist auf der anderen Seite. Kann man hier irgendwie raus? Da ist ein Durchgang. Wartet mal. Gibt es hier einen versteckten Durchgang? Aha! Darauf habe ich eben nicht geachtet. Sollte mir diesen Schacht ansehen. Mal sehen, was ich finde. Ein viel Glück. Ich persönlich war immer besser darin, Dinge zu verlieren, als sie zu finden. Ja, das glaube ich dir gern. Irgendwas, ich hab's verlegt. Hämmer, Scherben, meine zahme Krabbe Garun. Ins Meer habe ich meinen kostbaren Spiegel verloren. So, dann komme ich hier auch vorbei. So, was ist hier? Gar nichts. Kann man den jetzt wegschieben? Hallo, Aloy. Oh, hilfst du mir bei noch einem Wagen oben, Gildun? Ich suche dir einen leichteren Weg. Meine Arme gehören dir! Okay, ich muss den irgendwie hier hochholen. Du hast einen Hang zu halsbrecherischen Überquerungen! Ja. Oh, hoppala! Alles ist gut! Natürlich! Da ist ja ein Raum, da kann ich ihn vielleicht hochbringen, wenn ich ihn brauche. So, noch mehr Bier im Land. Sehr gut. Also, die Ruine lohnt sich hier schon. Das ist eine kleine Bier-im-Glanz-Mine, würde ich mal sagen. So, da ist noch eine Kiste. Das hole ich mal noch nicht. Ich habe Angst, dass ich abstürze. Und hier haben wir einen weiteren Datenpunkt. Noch ein Code von unserem Freund aus der alten Welt. Aha, da fehlt nur das Schlüsselmodul. Hey Ron, wie viele Dosen gebackenen Bohnen mit Fadenetikett und noch faderem Beigeschmack haben wir noch? Ich weiß nicht, Ron. Warum zählst du sie nicht, Ron? Ach komm schon, das werde ich wohl tun. 1247. 1247. Mal gucken, ob ich mir das merken kann. Da scheint mir eine ganze Menge Bohnen für einen Ron zu sein. Ja, Ron, da hast du recht. Er scheint langsam gut an die Einsamkeit zu gewöhnen, Ron. Ron, danke, dass du es bemerkt hast. Soll das lustig sein? Vielleicht haben sie dich deshalb zurückgelassen, Ron. Ja, führt ein paar Selbstgespräche. Okay. Eins, zwei, vier, sieben. Eins, zwei, vier, sieben. Eins, zwei, vier, sieben. So. Dann gehen wir hier rüber. Hoppala. Ja, ich habe zwar den Code und jetzt bin ich runtergefallen, aber mir fehlt das Schlüsselmodul. Ich kann ja mal den Code eingeben. Ja, das kann ich nicht, weil ich ein Schlüsselmodul brauche. Da oben ist es. Wie komme ich da hin? Von hier. Die habe ich gar nicht gesehen. Okay, vielleicht gibt es einen Weg mit weniger Abbrüchen. Ja, den Zug. Den müssen wir da hinschieben. Das heißt, ich muss ihn wie irgendwie hier hochkriegen. Wie machen wir das? Ich nehme mal an, das hat was mit dem Durchgang hier zu tun. Oder? Das ist ein Fahrstuhl, ne? Kann ich hier irgendwie... Komm, runter mit dem Fahrstuhl! Ja, was war da? Da ist irgendeine Konsole. Die habe ich nicht gesehen.
Was kann ich mit dir anfangen? Also er muss auf jeden Fall nach oben, weil ich den Zug bewegen muss. Aber wie ich das anstelle, weiß ich noch nicht. So, hier ist... Okay. Was kann ich damit anfangen? Ich verstehe es noch nicht wirklich. Was wohl gut ist. Ah, okay. Oh, es bewegt den Aufzug. Hey, Gedun, spring rein! Ja, klar doch! Okay. Könntest du dem alten Gedun den Aufzug runterschicken? Oh, ich mach den gerade hoch. Bist du drin? Ich fahr mal hoch. Ja, bestimmt. Sicher genug. Oh! Sollen wir wieder schieben? Ah, er ist oben. Obwohl ich losgelassen habe. Ja, wir sollen schieben. Das ist der Plan. Also gut, schieb! Oh Mann, der Karren quietscht schlimmer als ein Stein beim Schmiedefest. So, dann hier. Dieses Geräusch. Das hört sich schon näher an. Was ist das? Das ist nicht der Frostbrüllrücken, ich bin mir ziemlich sicher. So, wie kann ich am besten auf den draufklettern? Ich muss auf den irgendwie draufkommen. Habe ich das jetzt doch verkackt, indem ich hier durchgegangen bin? Und man muss von der anderen Seite auf den drauf? Ja, wie komme ich auf den drauf? Ich weiß, mit diesem Wagen könnte ich oben weiter hochkommen, aber zuerst muss ich drauf. Ja, ich brauche die Kiste. Ich hoffe, Gildon holt die gleich raus. Hey, Gildon, meinst du, du kannst die Aufzugsteuerung erreichen? Du meinst rüberklettern? Ja. Klar. Also, wie hast du Olva kennengelernt? Wir reisten in einer Karawane. Er war erst etwas spröd. Bis ich ihm von Mama erzählt habe. Ihrem kostbaren Spiegelglas. Und wie ich genauso eins fand. Er war an deinem Spiegel interessiert? Er ist ein neugieriger Kopf. Ihr zwei werdet euch verstehen wie Schraube und Mutter. Ja, fahr den Fahrstuhl hoch. Okay, drehen wir mal an der Kurve. Jo, jo. Oh, hat er gut gemacht. Er ist ja doch zu was nutze. So, dann kommen wir auch hier hoch. Mir reicht es für heute mit der Akrobatik.
kleiner Schlüsselmodul. Großartig. Und an einer Schusswaffe. Mal sehen, ob Gildon es noch drauf hat. Da unten. Das nehme ich mit. Okay. Ist hier oben einer? Ja. Das ist halt alles nur Grabsucher, die kann ich eigentlich damit was machen. So. Geh doch, ich helfe dir mal ein bisschen, ne? Mal um. Oder buddel dich ein von mir aus. Guter Treffer. Hier ist einer hochgekommen. Die Säcke. Wie viele sind das hier? Das ist ja eine ganze Armada. Der ist auch kaputt. Sind noch welche über? Ja, da ist noch einer. Es muss noch irgendwo einer sein. Alarm ist noch nicht vorbei. Ah, da. War's das? Nein, hier ist einer. Wo kommen die alle auf einmal weg? Als ob ich nie hier gewesen wäre. So, plündern wir mal die ganzen... Es ist immer noch Alarm da. Da hinten ist noch einer. Ah, das war jetzt der letzte. Okay, ich glaube, das waren alle. Gehen wir weiter. Hey, wieso kann ich meinen Schirm nicht benutzen? Ja, zum Glück nur Gräber. Ich habe leider die ganzen Heilgegenstände vorher gelootet. War eigentlich offensichtlich, dass sowas ähnliches in der Art kommt. Naja, ich werde bestimmt noch F bekommen. Da ist noch eine Spule. Oder Zunder. So, jetzt muss ich da wieder hoch. So, mal gucken, ob ich nach dem ganzen Toro Abovo den Code behalten habe. 1247 müsste es sein. Aufregung zu bedeuten hat. Mhm. Bin mal gespannt, wie das so drauf ist. Ja, und jetzt? Das ist eine Sackgasse. Ah, schätze, unser Freund hat doch jemand gefunden. Ah, da ist ein Ding. Hast du etwas gefunden? Ja. Ich bin heute hier versammelt, um meinen guten Freund und neuesten Freund Ron beizusetzen. Ron hat mir das Leben gerettet, zumindest... die allerletzten Tage meines Lebens. Ich kümmere mich gerade um meinen Großvater, als das Militär zur Evakuierung aufrief. Ich habe nicht erwartet, dass er so lange ohne Strom für seine lebenserhaltenden Geräte durchhalten würde, aber das tat er. Ich konnte ihn nicht zurücklassen.
Als ich schließlich versuchte zu fliehen, waren alle weg. Ich streifte stundenlang durch die Stadt, bevor ich Rons Nachricht hörte. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht gedacht, dass ich die letzten Tage meines Lebens mit einem komischen Bunkermann verbringen würde. Aber ich schätze, es war die beste Lösung. Ron macht das Beste aus jedem Tag, an dem ich ihn kannte. An einem Abend haben wir in Schächten Bohnendosenbowl gespielt. Am nächsten Tag machten wir eine Spritztour mit den Frachtkarren. Dann wurde die Luft schlecht. Wir wechselten zu Notsauerstoff. Als dieser zur Neige ging, begannen wir die Flaschen zu nutzen, die als Sanitätsteam zurückgelassen hatten. Wir verbrachten seine letzten Tage damit, uns alte Holos von Santa Monica Küchenschlachten anzusehen. Ron gab mir die letzte Sauerstoffflasche. Er sagte, er wolle, dass ich mit mir das Staffelfinale ansehe. Anscheinend bleibt da einen die Spucke weg. So war er einfach. Vielen Dank, Ron. Deine Freundin bis zum bitteren Ende, Brianne. Okay. Diese Daten. Nicht der Soldat hat sie geschrieben. Seine Freundin war's. Ah, und da komme ich jetzt weiter. Ich wusste, er findet jemanden. Schießt man damit in geschlossenen Räumen herum? Ja. Sonst würden wir ja nicht weiterkommen. Das muss Olva sein. Oh. Ist schon eine Weile hier. Sein Sprengstoff muss Gräber angelockt haben. Und ist das? Er hat Gildons Spiegel gestohlen. Bestimmt, als er ihn vom Boot gestoßen hat. Wie soll ich Gildon das nur beibringen? Doch nicht so sehr sein Freund, wie er dachte. Ist er da drin? Oder machst du nur wieder dein Spiel? Rede mit mir selbst. Kann ich die Tür jetzt öffnen oder muss... Ich scheint sich verbarrikadiert zu haben, aber einer kam durch. Ich sollte Gildo nicht warten lassen. Okay, dann gehen wir hier einfach wieder rum. Ist vielleicht besser, dass Gildo das nicht sieht. Da ist sie. Eine Stöberin ohne Gleichen, muss ich sagen. Also, lass hören. Und? Irgendeine Spur von meinem Partner? Gildo. Olva hat es nicht geschafft. Die Maschinen, das hier hatte er in der Hand. Mein Spiegelglas? Aber wie? Das wird ein Schlag für dich sein, aber ich glaube, er... Er hatte mich wirklich gern. Er wusste, wie wichtig mir das war. Das... Darum muss er es festgehalten haben. Ich war bis zuletzt in seinen Gedanken. Nein, so gemein bin ich nicht, ne? Also, lass ihn das glauben. Dann behält er ihn in guter Erinnerung. Weißt du, Gildon, du hast bestimmt recht. So solltest du dich an ihn erinnern. Und zumindest weißt du jetzt, was ihm zugestoßen ist. Ja, du hast recht. Lieber beim Stöbern sterben, als es nie zu erleben. Das ist aber auch ein Pech. Gerade als ich endlich einen Freund gefunden hatte. Ach, wenn der Hammer fällt, dann fällt er. Ich sollte daran gewöhnt sein. Ehrlich gesagt, hatte ich noch nie einen echten Freund. Ich meine, wenn nicht mal die eigene Mutter bei dir bleiben will, wieso jemand anderes? Ich glaube langsam. So wird es mein Leben lang bleiben. Was ich auch tue oder sage, am Ende bin ich zwangsläufig ganz allein. Hey, das stimmt nicht. Du hast doch mich, Gildon. Ich bin vielleicht nicht die ganze Zeit bei dir. Aber... Wir können in Verbindung bleiben. Damit. Oh! Eins von deinen Wundern? Es nennt sich Fokus. Halte ihn hierhin. So. Wow! Stahl und Funke. Sieh dir das an.
Und das. Und da drüben. Wie wunderschön. Keine Ahnung, was es bedeutet. Aber es ist überwältigend. Ich bringe dich in Kontakt mit Freunden von mir. Sie zeigen dir, wie man den Fokus benutzt. Und ich hab's ernst gemeint. Wenn du mich mal brauchst, ruf mich. Für Freunde bin ich immer da. Bevor du dich jetzt verdrückst, habe ich auch etwas für dich. Oha! Du kannst bestimmt mehr damit anfangen als ich. Danke, Gildun. Bis zum nächsten Mal. Was hat er mir jetzt gegeben? Ah, letzter Einwand. Ist das ein Speer? Ist ein Staffelwerfer, ne? Ja. Ja, die benutze ich leider nicht so gerne. Aber ja, Leute, wir sind am Ende der Folge. Haben dann mit dieser Mission auch fertig. Beim nächsten Mal machen wir dann mit der Hauptmission weiter. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und Abo da. Und ciao!